Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Rune Factory 5. Und wir haben gut geschlafen, so gut geheilt, denke ich mal. Wir fangen mal an, mit den Leuten hier zu reden. Vor allem voran mit unserer Arbeitskollegin. Guten Tag, die zieht sich gerade um. Oh, ich wollte nicht stören. Guten Morgen, heute ist ein schöner Tag, um auf Patrouille zu gehen. Findest du nicht? Hast du schon mit deinem Zaubersiegel geübt? Vergiss nicht, dass du jetzt normal und aufgeladen verwenden kannst und du entscheiden musst, was die Situation gerade erfordert. Stimmt ja, wir haben ja sauber Zaubersiegel wieder. Können auch natürlich Aufträge jetzt in Angriff nehmen. Was natürlich auch Sinn macht. Oh, mit ihr haben wir noch nicht geredet. Guten Morgen, heute ist ein schöner Tag. Bringe den Runenkristall in die Cave Lava Höhlen Inneres. In Ordnung? Warum schaust du mich so an? Mach dir um mich mal keine Sorgen, geh schon. Ich würde gern, aber... Weißt du, Hina hat dich in ihr Herz geschossen, seitdem du ihr Leben gerettet hast. Julian gefällt das überhaupt nicht. Auch nichts. Ich würde gern... Wahrscheinlich arbeitet sie noch nicht. Sitzt noch nicht da, okay. Ja gut, wir haben eh zu tun. Anpflanzen. Ich wollte eigentlich die nächste Quest annehmen, von wegen, ja, auf Jagd gehen, ne? Sandra wirkt total motiviert, das ist schön. Dann geh doch erstmal zum Stall zurück, bitte. Wir hören jetzt erstmal die Sommermusik, ne? Herrlich. Was ich gerade frage, wächst da alles trotz des Sommers? Ich weiß nicht. Wir gehen zum Drachen hoch und gießen da mal. Wobei, was ist das? Jamswurzel. Okay, die behalten wir mal. Und die verkaufen wir. Ich meine, hey, weg damit. Ey, die Musik gefällt mir. Und das ist neues Essen. Genau, liegt einfach daneben. Da ist es am besten aufgehoben. Wieso hat er jetzt nicht mehr genommen auf dem Weg dahin? Ist alles fertig. So. Okay, eins noch. Ich würde überlegen, ob ich hier alles mit Futter anpflanzen werde. Einmal alles mit Futter. Ein ganzes Feld nur mit Futter verschwenden. Das wäre doch was, ne? Also was heißt verschwenden? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, dann werde ich irgendwie unten, glaube ich, und die Felder werde ich, glaube ich, dazu benutzen, zu leveln, oder? Bin halt nicht sicher. Weil irgendwie habe ich auch schon gehört, dass es auch Stürme natürlich geben soll. Was natürlich nicht so super ist, ne? So, ja, Rettichsaat Stufe 3. Sollte ich gleich mal unten anpflanzen, nachdem wir hier oben mal die Monster gebürstet haben. Ist natürlich auch wichtig, ne? Diese Monster sollten auch gebürstet werden. Und wenn es 9 ist, gehen wir mal in den Laden. Guck mal, so muss das gehen. Aus dem Wolli können wir mal scheren, oder? Ich meine, es wird bestimmt warm draußen. So. Ah, ihr, ne? Ihr hinterlässt nichts, oder? Ich glaube, die hinterlassen nichts. Naja. Man kann nicht alles haben. Wir sollten uns auf jeden Fall auch noch eine Kuh holen, oder? Eine Kuh. Wir brauchen noch eine Kuh. Ja, dann werden wir hier mal demnächst, wenn wir das alles geerntet haben, mal hier anfangen, hier Futter ans Pflanzen. Haben wir eine Futtersaat? Wir haben eine Futtersaat Stufe 2. Ja, da werden wir hier benutzen, um das Futter anzupflanzen. Dann machen wir hier schon mal... nein. Ich wollte gerade sagen, wir machen hier schon mal alles frei, aber... Das lohnt sich halt mehr, wenn wir schon die Futtersaat haben. Wenn wir das schon ordentlich eingekauft haben. Nicht wahr? Machen hier nochmal alles weg. Natürlich auch wie immer diese dicksten Klumpen, ne? Die tauchen hier auf, ey.
Hör auf zu hauen, ich hab schon längst aufgehört zu drücken. So, gleich jetzt 8, gleich kriegen wir Geld. Ich hab gar nicht geguckt, wir haben ja letztes Mal ja einiges verkauft. Wie viel wir dafür bekommen. Was sehen wir jetzt? Ein Moment. Und? 10.000. Und die Versandrate ist direkt auf 6 von 10 gestiegen. Eieiei. Ja, wir haben auch viel Neues zu verkaufen gehabt, ne? Viel Neues reingetan. Gut, dann weiß ich Bescheid. Dann werden wir jetzt noch ein bisschen Stuff demnächst verkaufen. Jetzt am Ende des Partys oder so. Oder offscreen werde ich das mal machen. Einfach verkaufen. Was wir noch nicht verkauft haben. Pflanzen? Ich habe euch schon gegossen, sehr gut. Das ist eine rosa Rübe. Karotten. Wir haben hier noch Rettich, Stufe 3. So. Und eine Rübe. Auch nochmal weg. So. Skill up. Wir brauchen wahrscheinlich auch ein neues Werkzeug. Wenn wir jetzt viel zu tun haben, dann würde ich auch gerne neu aufrüsten. Ne? Wir brauchen Werkzeug. Wir müssen unser Werkzeug leveln, dass wir halt mehr Werkzeug herstellen können. Besseres Werkzeug vor allem. Nicht mehr. Wir haben sehr viel. Dass sich das dann lohnt, ne? Werkzeug schmieden. Wir stellen jetzt einfach billige Hacken her mit. Nee, nicht Eisen. Metallschrott. Wobei. Nee, Eisen macht mehr Sinn. Aus Metallschrott kann man es nicht herstellen, ne? Ich probiere jetzt einmal mit Metallschrott. Ob wir das mit Metallschrott herstellen können. Nee, okay. Gut, ich wollte schon nur wissen. Ich wollte es nur probieren. Gut, dann stellen wir hier Hacken her. Ganz viele Hacken. Werden wir alle verkaufen. So, 34 Stück. Ding, 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 ding. Und sind um 2 Stufen gelevelt. Nee. Ich tue die erstmal alle weg. Bring die alle weg. Nur dann müssen wir uns neues Brot dafür auch holen, ne? Neues Brot. Billige Hacke. Stabile Hacke behalte ich. Billige. So. Ja, die verschwendet aber ordentlich Platz. Viel Geld macht ihr mir auch nicht. Ist auch eine Sache. Haben wir noch nicht versendet. Auch kein Aufwerk, auch noch nicht versendet. Jamswurzel haben wir versendet. Auch schon versendet, gut. Wie viel Geld kriege ich davon? 1874, ja gut. Geht natürlich viel besser, ne? Haben wir noch was im Kühlschrank? Also zumindest, ich meine jetzt hier Brot. So, ich habe es mal kurz sortiert. Wir haben noch Chemiebrot und Werkzeugbrot. Werkzeugbrot. Wir haben um zwei Stufen gelevelt. Also dürft ihr jetzt was geben, oder? Immer noch nicht? Okay, gut. Dann behalt. Dann werden wir noch ein bisschen leveln müssen. So ist das leider, Leute. Werkzeug schmieden. Billige Hacken. Genau, verschwende mein Gold. Also so viel behalte ich doch lieber. Okay, verschwende einfach alle unsere Ruhmpunkte, ist ja egal, oder? Komm, ist egal. 38 Stück nochmal. Nochmal um 2 Stufen gelevelt. Jetzt. Qualitätssichel. Und eine Holzverlagst. Sehr gut, das wollte ich. Das war mein Ziel. Löwengießkanne. Sehr, sehr gut. Dann werden wir einmal hineinsehen, bitte. Wobei. Wir haben was für Essen. Wir haben was für Essen dabei. Sonstiges.
Das erhöht unsere Grundpunkte erfüllt auf 5, 1000. Egal, essen wir einfach einen Kuchen. Komm. Dann haben wir wieder viele Runenpunkte. Also, wir haben neue Rezepte gelernt. Eine bessere Gießkanne, eine bessere. Und das werden wir. Ich habe vergessen, was wir gelernt haben. Auf jeden Fall werden wir es. Auf jeden Fall werden wir das hier. So, das sind alles billige Hacken. Werden wir dann gleich auch herstellen. Und genau, die Qualitätssichel. Weil, wenn man irgendwann levelt, die. Ist die Versandkiste voll. Ach nö. Das mache ich jetzt den ganzen Schrott. Kann ich die Versandkiste vergrößern? das ist ja gemein. Ich will den Auftrag ausführen. Verbesserung. Versandkiste erweitern, ja. Passt viel mehr herein. Ich weiß schon, dass ich die amüsieren kann. Kann ich den noch erweitern? 500? Ja, genau. Sonst bin ich erstmal froh. Einmal erweitern reicht hoffentlich. Weil die nächste kostet 500. Gut, billige Hacken. Ich weiß nicht, um wie viel das sie erweitert hat. Das ist die stabile. Gucken wir mal. Ja. Reicht auf jeden Fall jetzt. Für ein paar mehr Sachen. Wir holen uns mal Brot. Werkzeugbrot. Weil wir haben jetzt gut gelevelt. Wenn wir schon die neueren Sachen herstellen können, die Rezepte dafür bekommen, um die herzustellen, dann würde ich mal sagen, dass wir aber auch die anderen Sachen jetzt herstellen können, ne? Wie zum Beispiel besseren Hammer und so. Guten Tag, Säufer. Guten Morgen. Hat er schnell sein Bier versteckt. Habt ihr es gesehen? Ist die Tage heute nicht wunderbar, aber schönem Wetter möchte ich draußen gerne frisches Brot genießen. Also Zeit wohl für ein Picknick. Ja, genau. Vielleicht gehen wir eine Fantasie durch, aber ich glaube, dass mein Ofen jetzt Brot jetzt effektiv verbackt. Es würde mich nicht überraschen, wenn sich der negative Einfluss dieses Eises bis in meine Küche erstreckt hat. Guten Tag, ich würde gerne Braukast kaufen. Jetzt aufgefallen, dass Randolph in den letzten Tagen seinen Ofen immer so finster ansieht. Aber jetzt packt er wieder mit einem Lächeln auf den Lippen. Und genau so soll es auch sein. Ja, guten Tag, ich würde was kaufen. Was für ein schöner Tag. Guten Tag. Ich möchte Rezeptbrot. Ich habe noch viel übrig. Ich gebe einfach hier Werkzeugbrot. Ja. Gib mir nochmal Werkzeugbrot. Ja. Schon gut. Nix. Bitte. Bis dann. Ich muss immer gucken, ob ich das überhaupt alles essen kann, ne? Silberhammer. Bewährte Hacke. Und zu wenig Erfahrung. Gut, dass wir nicht mehr davon gekauft haben. Okay. Dann gib mir. Keine Ahnung. Fertigungsbrot? Ja, gib mir Fertigungsbrot. Ja. Immer her damit. Ja, noch eins. Genau. Danke. Schon gut. Oh, Stufe 8 dabei. Großer Schild. Arbeitshandschuhe. Verfluchter Ring. Das ist super. Bronzearmreif. Ja gut, immerhin haben wir jetzt Werkzeug. Ne? Wir können jetzt gutes Werkzeug herstellen. Das ist auch die Hauptsache. Und ich denke mal, das werden wir jetzt tun. Wenn wir denn die ganzen Schmiedesachen dafür haben. Das kann man natürlich nicht wissen. Und einkaufen müssen wir auch noch gehen. Wir brauchen mehr Saat. Viel mehr Saat. Aber erstmal stellen wir mal unser neues Werkzeug her. Muss ja auch geupdatet werden. So. Was fehlt uns für die Qualitätssichel? Silber. Und Scherben. Wahrscheinlich ist das als Scherbe gemeint, der zerbrochener Griff. Okay, wir haben kein Silber. Dafür brauchen wir. Okay, das ist alles Silbersachen anscheinend. Wo kriegen wir Silber her? Ich denke in den nächsten Dungeons, ne? Weil wir haben bis jetzt noch gar kein Silber gehabt. Deswegen überlege ich, ob wir wirklich noch den nächsten Dungeon angehen werden, wenn wir daraus Silber bekommen.
Ist halt dann schon praktischer, ne? Guten Tag, dann machen wir mal so einen Auftrag hier. Zeig mal die Liste. Ja, Fragezeichen ist noch Fragezeichen halt, ne? Komm, kümmern wir uns um Pinguin. Kaiserpinguin. Luminasee. Kochbrot in nördlicher Richtung. Region. Gut, dann kümmern wir uns nur darum. Luminasee, Kaiserpinguin. Nice. Vorher können wir noch allerdings zu Dings gehen. Ach ja, der Sommer. Herrlich. Herrlich. Wir kaufen uns mal neue Saat, weil wenn ich jetzt sterbe, und das ist nicht so toll, oder? Ich glaube, wenn ich mit 10.000 Geld in der Tasche sterben, der Arzt ist, der freut sich. Guck mal, der guckt sich direkt an. Ja. Du denk mal bloß nicht, das ist alles alkoholfrei. Hallo, Heinz. Schönen Tag heute, ja. Das ganze Eis ist alles verschwunden, hm? Schade, ich hätte mir gerne erst ein Stück davon abgeschlagen oder drei. Was? Sieh mich nicht so an, es wirkt doch irgendwie so, als hätte es die Eigenschaft nur Kristall. Ach ja? Wirkt das so? Gut, ich würde uns was kaufen. Hi. Ach, schönes Wetterchen. Hallo, grüß dich. Was kann ich heute für dich tun? Was verkaufst du denn? Genau, zeig mal her. Samen. Paprika. Das habe ich schon geerntet? Das wüsste ich. Gut, wir werden... Du hast eine Stufe 2. Ja, geh einfach her. Ja, ja, geh her. Bei dir können wir... Futtersack kann ich auch noch ein bisschen mehr holen. Ich weiß halt nicht, wie groß die Felder sind, ne? So. Das wird ordentlich angepflanzt. Wir haben gar nicht mehr so viel. Holen wir uns nochmal hier 2 Möhrchen. Ja. Aber sehr, haben wir das ganze Geld am Kopf gehauen. Schon gut. Das wird ordentlich gearbeitet jetzt. Wobei, das heißt jetzt. Jetzt kümmern wir uns erstmal um den einen, Mob, Kaiserpinguin. Dafür gehen wir kurz mal auf unseren Erddrachen. Holen uns unsere Harpiel sage ich schon. Unseren Greifen. Dazu. Oder sollte man es lieber ohne machen? Ich glaube, nicht bitte, please. Luminasee. Ne, wir machen es lieber ohne, weil nachher tötet unser Greif hier das Vieh. Ich glaube, das wäre nicht so toll. Aber machen wir ein bisschen einen Auftrag und dann kümmern wir uns mal um die Feldarbeit. So. Nördliche Richtung, eigentlich müsste es hier oben sein. Ich glaube, das wird hier sein. Ja. Klar, mit dem Greifen wäre ich schneller. Aber so geht's ja auch, ne? So, auf Weg machen wir alles nochmal kaputt. Ja, er wirft mich ruhig ab. Ist mir egal. Boah, es ist schon sehr weich hier, ne? Ja, super, super hier. Ich könnte ganz Tag hier rumlaufen. Ah, da ist es. Kein Pinguin, es ist auch nicht rot. Wir können es schlagen. Wow. Und es ist vergiftet. Und wir haben es trotzdem noch gefangen. Obwohl es vergiftet war. Ich hab schon Angst gehabt, dass wir... Ah komm, einfach. Drück einfach X und dann sind wir direkt zu Hause. Ich habe schon Angst gehabt, dass er an der Vergiftung stirbt. Das wäre jetzt noch was geworden, oder? Warum ist er vergiftet? Haben wir unser Schwert irgendwie Vergiftungsschaden hinzugefügt oder so? Das wüsste ich. Guten Tag. Ja. Ich habe gerade, ja genau, du hast dich mit dem Monsterstadt jetzt angefreundet. Ich glaube, mich trifft Kübel. Yay! Kochbrot mal 2.
Immer weiter so, Hüter. Gib her. Essen. Bratapfel. Nice. Und ein Saibling-Sashimi. Oder machen wir noch ein Monster, oder? Komm. Zeig mal her. Wir haben noch hier so einen Werwolf irgendwo übrig. Also ein Wolf. Da. Silberwolf. Auch in der nördlichen Richtung. Fertigungsbrot kriegen wir dafür. Jumila See. Gehen wir dahin. Wenn das so schnell geht wie der erste, dann ist es auch relativ easy. Weil anpflanzen wird wieder eine Zeit lang Anspruch nehmen. Da ist auch bei Abwechslung mal gut. Ab und zu mal was hier, ab und zu mal was einjagen. Dann suchen wir mal den Wolf. Das soll auch in nördlicher Richtung sein. Der wird wahrscheinlich irgendwo hier in der Nähe sein oder. Man muss halt auf die rote Aura achten. Da ist er doch. Und den kann man auch verletzen. Sehr gut. Er sieht Sterne, Vögelchen. Da mischt sich wieder eine andere Kreatur ein. Ich hau noch einmal eine Kombo rein. So, das sollte reichen. Und gefangen. Sehr gut. Ja, mit Stein, mit gestiegenen Level lassen sich solche Kreaturen auch, solche Aufträge auch viel leichter erfüllen, ne? Einfach mal warten, bis man die nächsten Aufträge macht und dann geht das schon. Genau. Abgeschlossen. Und Rangaufstieg. Sehr gut. Angesichts deiner hervorragenden Leistung befördern wir dich hiermit zum charismatischen Hüter, womit halt das denn verdient. Als Dankeschön für den Dienst erhältst du eine einmalige Prämie von 5000 G. Außerdem darfst du jetzt bis zu 2 Seed-Abzeichen gleichzeitig tragen. Wow. Und wir kriegen ein neues Abzeichen. Hurra, ich habe ein Abzeichen der Weitsicht erhalten. Damit kann ich Sachen sehen, die mit bloßem Auge nicht erkennbar sind. Und noch, was, noch eins? Hurra, ich habe ein Abzeichen der Kooperation erhalten. Damit ist es einfacher, Bündnisangriffe auszuführen. Immer weiter so, Hüter. Yay. Das freut mich. Ledergürtel. Und ein Rubinring. Guck mal, gucken wir mal, ob, wie das aussieht. Seed-Abzeichen, dann kann das weg. So, warte mal. Verborgenen Schatztruhe, kein Problem. Hier kannst du die Kräfte der Geister nutzen, um sie aufzuspüren. Wenn du allein bist, lassen sich verborgene Gegenstände auch schneller finden. Ja, gib her. Und was war das? Versteckt Bündnisangriffe. So. Was für ein. Darf man hier von 29 Stempel schon? Ja. Aber davon alle machen werden, weiß ich nicht. Man muss halt wahrscheinlich ist das meiste hier nur angeln. Erst Teamfischen. 5000 mal Teamfischen. Das wird ein Spaß. Naja. Haben wir noch Zeit? Wir haben noch Zeit. Wir werden jetzt schon mal das Feld. Das erste Feld oben an benutzen, um alles mit Futtersaat anzupflanzen. Ja. Wir werden das hier oben wird alles voll mit Futtersaat gemacht. Dafür müssen wir jetzt natürlich erstmal alles andere wegmachen. Werkzeuge bitte. Nehmen wir die Axt raus. Wow. Du schlägst lieber dreimal daneben, anstatt einfach mal da was zu tun. Uns fehlt halt Silber, ne? Ich werde mich nach dem Partner informiert, ob wir nach dem nächsten Dungeon Silber bekommen, weil dann würde ich sagen, machen wir erst einen Dungeon. Oder im Dungeon. Weil mit besserem Werkzeug lässt sich halt auch leichter arbeiten, würde ich mal sagen. Vor allem, wenn wir da halt alle Felder hier voll haben. Macht halt wenig Spaß, denn. Ihr wisst, was ich meine, ne? Macht halt wesentlich mehr Sinn, denn. Hier zu arbeiten, wenn wir halt besseres Zeug haben.
So. Aber jetzt machen wir hier das noch mal ohne. Wir nehmen die Hacke hier. Und machen hier erstmal alles voll. Voller Futtersaat. Ich weiß gar nicht, wie viel wir gekauft haben. Wir haben nur eine ordentliche Menge gekauft, oder? So. Huch, wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte hier noch die Stelle machen. Nein! Hör auf damit! Ich habe schon längst aufgehört, bevor du da weitergeschlagen hast. Nein, wirf weg, Kacke. Das sieht unästhetisch jetzt aus. So. Meine Güte, Futtersaat. So, hier auch. Ach, nur ein. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch mehr geholt. Viel mehr habe ich geholt. Ja, tu mal nicht so, als wenn das mega anstrengend ist. Du machst nur eine Aussaat hier. Futtersaat. So viel warm, so viel haben wir gar nicht geholt. Da sieht man mal, dass es auch ganz schön ins Geld gehen kann, ne? Nur 5 Stück? Passt ja. Passt ja wie. Passt ja sehr gut hier. Ja, wie gesagt, ich werde mal jetzt gucken. Ich werde mich mal informieren, ob wir für Silber in den nächsten Dungeon gehen müssen. Oder ob wir das jetzt noch holen können und wir uns noch nicht gesehen haben. Weil das würde mich mal interessieren. So. Ja. Haben wir hier Futter angepflanzt? Was wir jetzt nochmal tun werden, jetzt ganz zum Schluss vor Feierabend nochmal. Wir gehen ins Furostwaldland. Und werden uns eine Kuh besorgen. Wir werden uns ein Küffel einfangen. Für einen stetigen Milchvorrat. Das ist doch was, oder? Ich denke mal, das macht Sinn. Wenn wir uns diese Nutztiere auch immer herholen, sodass wir halt auch ewig immer jeden Tag Milch holen können aus dem Schuppen. Und dafür nicht hier. Null. Ach, das sind hier unsere Bantruhen. Ach, nice. Ich war gerade sehr verwirrt. Was steht denn da rum? Dann stand die wahrscheinlich schon immer da, ne? Ja, nice. Aua. Täuscht es oder ist es hier auch grüner geworden? Oder war es schon immer so? Wahrscheinlich täuscht das. So, dann fangen wir uns mal einen Küffel. Mal eben schnell noch. Mal streicheln. Ich tue euch nichts. Ja, wir hoffen auch nicht. Ist doch gut. Sehr gut, wir haben ja Küffel gefangen. Oh, natürlich will er kämpfen. Komm her jetzt. Ich muss dich behalten. Kirschgrassaat. Das ist neu. Magst du so viele Steine? Ganz viele. Ach, come on. Nein, nicht freilassen. Bitteschön. Danke. Erfolg. Muku. Wieder One Piece. Ja, lass mir so. Gefällt dir Muku? Ja, gefällt mir super. So. Du bist total motiviert. Ab zurück in den Stall. Auf das du mir auf ewig Milch bescherst. Gut, wir gehen auch zurück. Und dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part weiter, oder? Ja. Wir haben sehr viel anzupflanzen.
Auch wie haben wir die ganzen unsichtbaren Truhen? Ich wusste nicht, dass eine steht. Stand die da immer schon? Klingt auf jeden Fall lustig. Mal gucken, ob wir noch weitere sehen. Ich werde mich jetzt bis zum nächsten Part informieren, wo wir Silberhelme kommen. Wenn es in der nahen Zukunft irgendwo Silber gibt oder wir schon Silber holen können, dann werden wir uns erstmal das Silber herholen, damit wir uns besseres Werkzeug machen, ehe wir es anpflanzen. Und ansonsten, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne Like, einen Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.